Ach, jetzt weiß ich, ehemaliger Gesetzes, da haben wir es ja, ehemaliger Gesetzeshüter und Verräter, den hätten wir dann in den zu schützen. Das ist jetzt, was ja noch fehlt, genau. Eieiei, das brauchen wir dann ja auch noch. Was machen eigentlich unsere Informanten? Leben da noch welche? 27%, okay. Ach, der war damit da drin verwickelt, oder was? Erfahrener Kämpfer, extrem stark und furchtlos. Ey. Was? Wer macht hier Stress? Kein Aufstand hier. Der hat einen Polizisten umgebracht. Oh, da liegt eine Waffe. Ui. Toll, wie kriege ich denn die da weg? Jungs, da liegt eine Waffe. Stopp mal. Habt ihr das gesehen eben? Hihihihi. So. Nicht, Jungs. Einer von euch ist es. Also wenn das jetzt natürlich ein Programmfehler war, dass das einfach dann so verschwunden ist, dann hat einer von euch jetzt eine Waffe. Und dich tue ich aber hier in die Isolation stecken. So, jetzt lass mal gucken, wer hat's? Komm. Er nicht. Er hat sie. Er hat sie mitgenommen. Da ist er. Verurteilt zu 8 für mehrfach Verbrechen, einzig Mörder und. Okay. Charakter? Legendär Störrischen. Okay, das ist so ein Penner. Falls er erfolgreich 5-mal gescheitert in der Gruppentherapie für Algis. 72% Rückfall hatte. Der hat jetzt wieder Stress gemacht. Okay, Herr Kollege. Isolierung, 24 Stunden. Hat das Programm das geschafft? Geschnallt? Isolierung 24 Stunden. Das wäre es gewesen, ne? Haben wir gerade noch so gesehen. Und dann sollten wir eigentlich. Der ist halt gefährlich. Dann sollten wir zu den Schwerstkriminellen machen. In Ordnung bringen, bitte. So. Ich hoffe doch, dass das wenigstens funktioniert, weil es hieß ja in der Alpha 30, dass die hier, den da in der Isolationszelle jetzt endlich mal das Essen bringen. Ist das Rohr verlegt? Die Rohrverlegung. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir mit dem Gang, wo müssen wir denn da mit dem Gang lang? Wir könnten da natürlich hier, Gang, hier. Zack, zack, und dann. Ja, das machen wir mal. Warte mal, wir machen das so. Und so. Gehen da hoch, gehen hier ein Stück ran, weil da müssten sie ja so lang buddeln. Das wollen die bestimmt nicht. Und tun dann hier mit dem da lang gehen, dann sollte das funktionieren. Hat er die Waffe? Ich meine, haben die auch die Waffe da liegen lassen, ne? Da muss man so aufpassen. Haben wir eigentlich noch einen Hund da drin? Ja, haben wir noch einen Hund da drin. Da ist eine Schere. Da ist eine Schere. Kann ich eigentlich die, wenigstens das Ding da klonen? Ne, das ging aber auch zu groß, ne? Und dann können wir hier nochmal klonen. Da können wir doch aber hier schon, wenn das jetzt hier fertig ist, das, nehmen wir, machen wir Zellen raus, haben wir 500 für die schweren Jungs. Und dann ist das nächste, was wir bauen, die unter anderem den zu schützenden Bereich. Müssen wir, auf jeden Fall haben wir dann über 500, ne? Aber hier, wie viele Hunde muss man denn kaufen, damit die hier mal bitte lang gehen? Ist das ein Akt? Also, ich meine, jetzt seid ihr ja läuft dabei, ne? Ich meine, wir haben es ja gemacht, dass hier
immer irgendwas verloren geht. Wie ihr seht, ist dieser Route keine Hundepatrouille zugewiesen mehr. Was ja in den letzten Folgen gemacht wurde. Ja. Und dann war jetzt eben wieder keine Hundepatrouille und nicht besetzt. Die sind besetzt, aber hier... Warum verschwindet dann halt sowas immer mal wieder? Ja, das ist natürlich scheiße. Das finde ich ätzend. Sowas. Haben nicht genug Hunde. Fertig da oben. Ich möchte dann gerne mal Zellen draus machen. Und dann gibt das nämlich hier Stationierung schwere Jungs. Und dann können die da rüber. Komm. Die kriegt er noch hin. Dann ist ja hier... Da haben wir hier... Das ist ja noch normal. Hohe Gefahrenstufe 131. Und die Kapazität der hohen Sicherung ist nämlich nur 106. Mittelgefahrenstufe haben wir auch über. Die sind halt leider noch ein Ding drin. So, komm. Ist jetzt das eine hier noch, ja? Das da, bitte. Pipe Large. Bitte das große Rohr hier machen. Hm. Da können wir auch gleich hier Stationierung, Patrouille. Gleich noch schon einen zuweisen, damit die das wissen. Aber noch keine Kameras da drin. Na? Na? Was ist denn das? Ein Feuerzeug. Was ist denn hier wieder? Ist das Rohr? Das sollte aber eigentlich funktionieren mit der Versorgung, ne? Oder? Oh nee. Das reicht ja nicht, der Druck. Hier ist übrigens falsch verlegt. Das hätte da hingemusst. Ah! Wird das jetzt abgerissen? Man muss es so und so. Dann legen wir es halt mal so da lang. Mist. Und dann machen wir hier noch. Aber weil da fehlt nämlich schon der Druck. Oh. Shit. So, alle beim Essen. Wie sieht das eigentlich hier oben aus? Logistiker ist, bin ich schon zu spät dran oder was? Sieht gut aus, ne? Brauchen keine. Brauchen keine, aber nur 8. Na gut, da sind ja noch. Kommt noch Nachschub, Jungs, guckt. Okay. Der Polizist ist schon da. Unsere Arbeiter noch nicht. Das sind halt jetzt schon extrem weite Fußwege. Normalerweise müsste man dann da bauen, aber da habe ich dann das Problem. Das soll immer nicht so funktionieren mit Lager und hin und her. Ich meine, zwei Lager funktionieren dann nicht. Dann bringen sie alles da rein und dann bringen sie es... Also Anlieferung, Lager und dann in das andere Teil. Ja, das haben wir ein Problem. So, bitte mal verlegen. Wir gucken nochmal, ob hier alles an ist. 472 Zellen. Jetzt ist Nacht, will ich eigentlich keine Razzia machen. Will ich keine machen. Aber gut, die hat ja schon Wasser, das heißt... Stationierung. Hohe Sicherheit. Flupp. Ja, müssten die Türen auch zugegangen sein, ist mir jetzt egal. Dann müssen wir da mal die Wache, die da langläuft, für die Arbeiter das da machen. Und dann machen wir jetzt hier Räume. Und dann gibt es jetzt Zellen. Und dann
Haben wir 500? Achtung, 500 Zellen. Gleich hat er es geschnallt. Komm. Nee, natürlich nicht 500 Zellen. Hab mich verzählt, ich Idiot. Das sind ja viel weniger. Ach Gott. Aber wir haben... Dann werden jetzt gleich auch welche umgezogen, weil wir haben ja von den schweren hohe Gefahrenstufe 131, Kapazität, hohe Sicherheit 122. Die kommen jetzt gleich da rein. Ich lass dich mal rein. Mitten in der Nacht. Ja, die kommen nämlich jetzt dahin. So, komm. Du auch. Du auch. Normalerweise werden die aber von den Polizisten dahin gebracht. Das ist aber auch so ein Ding, ne? Wenn die einen neuen Zellenblock sollen. Das ist auch wieder ein Ding. Ja, du hast gerade kein Wasser, Alter. Das ist gerade ein Problem. Das ist gerade ein Problem, aber Mäue ist behoben. Ehrlich. Verspreche ich dir. So. Ja, das ist das halt mit den... Wieso ist es eigentlich hier so dunkel? Da keine Lampen drin? Kannst du ein bisschen... Was macht er jetzt eigentlich da? Ach, der bringt, glaube ich, diese... Das ist ja der Hausmeister, der bringt, glaube ich, die Klamotten. Das sind schon weite Wege, was unsere Herren Polizisten... Guck mal hier, schippen, 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 schippen. Ich sag euch, hier wieder, da ist nämlich ein Fähnchen. So. Zellenblock durchsuchen. Ja, ein großer Zellenblock, ne? 488. Bedeutet für uns, Intake. Ach, das ist mal, wir machen mal wieder hier, pass auf. 50. Die nehmen wir mit. In 2 Stunden. So, das müsste jetzt hier funktionieren. Das ist Stationierung, haben wir hier. Ja, passt, passt, passt. Der Hof ist auch der normale. Ja gut, Gruppenraum. Da gehen die essen. Da sollten die essen gehen. Halt, das haben wir noch gar nicht kontrolliert. Was ist das denn? Das ist wegen dieser Zuweisung, diese... Ach Gott. Pass mal auf jetzt. Nein! Was ist denn das für ein Scheiße? Wäscherei, was? Geh weg. Alter! Dieser Block... Dahin. Oh. Du, ich kotze jetzt ja manchmal wirklich. Stationierung. Gemeinsamer Bereich. Nein. Gemeinsamer Bereich. Stationierung. Das verstehe ich jetzt manchmal nicht, warum das da so ist. Ich scroll mal ran. Hier ist Wasser immer noch nicht. Warum eigentlich nicht? Versorgung. Aber dieses Rohr da fehlt. Das haben sie nicht gemacht. Obwohl ich es da lang gezogen habe. 2 Tote. Egal. Bringt euch doch sonst wie um. So, und jetzt nochmal. Stationierung. Hohe Sicherheit. Flupp. So. Logistik. Essen. Jetzt haben wir's. Die essen da, die essen da, die essen da, die Küche macht nur das. Die Küche macht das, die essen da, die aus der Übergangszelle und die da. Die kriegen das nicht gebacken. Sollten wir es vielleicht doch wieder nur so... Oh Mann. Hat er jetzt was zu essen? Jetzt, jetzt. Da, Alter, ess. Komm. Das will er nicht. Was ist? Da, jetzt ess was.
Freitote. Was ist hier los? Das sind unsere Neuankömmlinge, oder was? In der Küche. Aha. Machen wir zu. Ist ja wieder stressig hier. Ja. Wieso wird denn der jetzt durchsucht? Was hat denn der angestellt? War das einer, der da schon Stress gemacht hat, du Penner? Das sieht so aus. Wie sieht's hier aus? Ich traue der Sache hier nicht. Da ist irgendein Tunnel. Wir sind aber fertig. Na gut, okay. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bauen das dann noch fertig. Wir machen dann endlich auch die zu Schützenden und dann gucken wir nach unseren Informanten. Und dann haben wir aber 500. 487, das ist eine Zelle weniger. Das heißt, einer hat einen Tunnel. Da gucken wir jetzt noch nach. Weil das waren ja 488. Wo blinkt's? Wo haben sie denn was gefunden? Dass die Zelle außer Betrieb ist. Und wo ist eigentlich unsere stationierte Wache, die wir hier hatten? Die ist nirgends. Wir brauchen unbedingt Kameras. Es fehlt eine Zelle. Wir haben eine Zelle, die nicht in Betrieb ist. Wo blinkt es denn mit einem Ausrufezeichen? Da unten. Hier. Da hat wieder einer gebuddelt. Zumachen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.